Das ist Max. Am liebsten würde er den ganzen Tag am Strand sitzen und nichts tun. Wenn er nicht immer die Sorgen wären. Denn selbst beim Meditieren muss er an seine Arbeit und seinen Chef denken. Wie er es schaffen kann, seine Sorgen und Ängste zu überwinden, mit Dale Carnegies Buch »Sorge dich nicht, lebe«. Als erstes sollte Max anfangen, sein Leben in Einheiten von Tagen zu gliedern. Denn er lebt oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Allerdings kann man die Vergangenheit ja sowieso nicht mehr ändern, außer vielleicht mit einer Zeitmaschine. Und die meisten Sorgen, die man sich über die Zukunft macht, treten ja sowieso gar nicht ein. Hier kann man auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Hilfe nehmen, um sich weniger Sorgen zu machen. Beispielsweise haben viele Menschen Angst vorm Fliegen, weil sie selbst keine Kontrolle mehr haben. Allerdings ist Fliegen statistisch gesehen um einiges sicherer als Autofahren. Wie man sich weniger Sorgen und Ängste machen kann, erklärt Dale Carnegie mit folgender Zauberformel, bestehend aus drei Schritten. Im ersten Schritt sollte man die Situation analysieren und sich fragen, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich es nicht schaffe, das Problem zu lösen. Im zweiten Schritt sollte man sich gedanklich auf das Schlimmste vorbereiten und das Ergebnis akzeptieren. Und im dritten Schritt versucht man dann, das Schlimmste abzuwenden. Außerdem erklärt Dale Carnegie, was passieren kann, wenn man seine Ängste und Sorgen nicht in den Griff bekommt. Laut ihm führe das unweigerlich zu gesundheitlichen Problemen, und zwar sowohl körperlich als auch psychisch. Deshalb ist es auch so wichtig, dieses Thema anzugehen. Um seine Ängste zu analysieren, gibt es laut Dale Carnegie insgesamt 4 Fragen, die man schriftlich beantworten sollte, nachdem man alle Fakten zusammengesammelt hat. Erstens, worüber mache ich mir eigentlich Sorgen und was ist die Ursache des Problems? Zweitens, was kann ich denn eigentlich tun, um das Problem zu lösen? Drittens, wie entscheide ich mich? Und viertens, wann setze ich meine Entscheidung auch in die Tat um? Um mit der Gewohnheit zu brechen, sich generell zu viele Sorgen zu machen, liefert Dale Carnegie einige Tipps. Beispielsweise kann man versuchen, sich ständig beschäftigt zu halten, denn meistens kommen die Sorgen erst, wenn man zur Ruhe kommt. Außerdem kann es hilfreich sein, sich nicht über Kleinigkeiten aufzuregen oder über Dinge, die man sowieso nicht ändern kann. Nach diesen Schritten ist es wichtig, eine geistige Haltung zu entwickeln, die einem Glück und Frieden bringt. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unser Leben ist ein Produkt unserer Gedanken, so Dale Carnegie. Haben wir den ganzen Tag nur negative Gedanken, dann zerstören wir uns selbst. Deshalb sollten wir unseren Geist mit positiven Gedanken füllen, selbst wenn wir eigentlich nicht dazu in der Stimmung sind. Oft verschwenden wir auch viel zu viel Zeit damit, über Menschen nachzudenken, die wir eigentlich gar nicht mögen. Aber das lohnt sich einfach nicht und macht uns am Ende noch krank. Viele Menschen ärgern sich auch darüber, dass ihnen nicht die Dankbarkeit entgegengebracht wird, die sie eigentlich verdient hätten. Deshalb sollten wir erst gar keine Dankbarkeit erwarten bzw. uns auf Undankbarkeit gefasst machen und einfach geben aus Freude am Geben. Denn Dankbarkeit ist ein Verhalten, das erst kultiviert werden muss. Oft konzentrieren wir uns auch genau auf das, was wir nicht haben, anstatt mal zu schauen, wie gut es uns eigentlich geht. Beispielsweise haben laut des UN-Weltwasserberichts 2020 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, also ungefähr 28% der Weltbevölkerung. Deshalb Dale Carnegies Tipp, die Geschenke zählen und nicht die Probleme. Außerdem sollte man nicht versuchen, Menschen nachzuahmen, sondern zu uns selbst und zu unserer Person stehen. Erst dann können wir zu uns selbst finden, denn Neid sei Unwissenheit und Nachahmung Selbstmord. Und der letzte Tipp, wir können unser eigenes Unglück vergessen, indem wir versuchen, unsere Mitmenschen glücklich zu machen. Um keine Angst vor Kritik zu haben, empfiehlt Dale Carnegie folgende Vorgehensweise. Erstens, erkennen, dass ungerechtfertigte Kritik oft ein verstecktes Kompliment ist, da man beim Gegenüber vielleicht Neid und Eifersucht geweckt haben könnte. Zweitens, wenn es regnet, spannen wir auch einen Regenschirm auf. Warum sollten wir das dann nicht auch bei Kritik machen, damit uns diese nicht wie Regentropfen den Rücken runterlaufen? Stattdessen sollte unberechtigte Kritik von uns abprallen. Natürlich gilt das jetzt nicht für sachliche oder aufbauende und nützliche Kritik, denn diese ist wichtig für unsere persönliche Entwicklung. Deshalb kann es auch hilfreich sein, über seine Dummheiten Buch zu führen und diese zu analysieren. Schließlich ist niemand vollkommen.
Jetzt bleibt aber noch eine Frage offen. Wie kann sich Max denn in Zukunft von Sorgen fernhalten? Dazu hat Dale Carnegie auch einige Tipps parat. Als erstes sollte man sich ausruhen, sobald man müde ist, und lernen, sich sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause zu entspannen. Hilfreich können auch bestimmte Arbeitsgewohnheiten sein, wie zum Beispiel, dass man seinen Arbeitsplatz aufräumt, um den Überblick zu behalten oder Probleme nicht aufschiebt, sondern sofort bzw. in der Reihenfolge der Wichtigkeit löst. Max sollte also lernen zu organisieren, zu delegieren und zu beaufsichtigen. Laut Dale Carnegie sei auch noch kein Mensch an Schlaflosigkeit gestorben. Wenn, dann sind es eher die Sorgen über den Schlafmangel, die einem schaden. Also, wenn ihr das Leben Zitronen gibt, dann macht Zitronenlimonade daraus. Dann könnt ihr genau wie Max das Leben genießen und euch in Ruhe die anderen Videos von Büchercheck anschauen, statt euch ständig Sorgen zu machen.